Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, der große Marktausblick mit Mario Lüdemann. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Webinar jetzt im 2021 mit Mario zusammen veranstalten. Lange ist es her, dass wir zusammen ein Webinar gemacht haben. Deswegen, ja, super, dass er für uns Zeit gefunden hat und natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich werde gar nicht so viel Zeit verlieren jetzt am Anfang, aber wir müssen kurz den Risikohinweis besprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig davon, was uns Mario heute zeigt. Müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig. Okay, dann lieber Mario, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Dankeschön. So, dann schauen wir mal, dass wir gerade den richtigen Bildschirm erwischen. So, ja, da begrüße ich euch auch alle recht herzlich zum ersten großen Marktausblick im neuen Jahr. Heute mal an nicht gewohnter Stelle am Montag, sondern am Donnerstag. Ich war im Winterurlaub, wie die meisten wissen. Ich bin ja immer über die Winterzeit im Regelfall 4 bis 6 Wochen draußen. Bin jetzt seit 2 Wochen wieder zurück. Wir haben es dieses Jahr verkürzt, weil mit Urlaub ja ein bisschen schwierig war in diesem Jahr. Also von daher bin ich auch wieder aktiv im Handel, habe auch im Januar einiges gemacht. Ich habe dazu ja auch einen Blogbeitrag geschrieben, dass der Januar auch sehr gut, dass wir gut gestartet sind. Vielleicht kommen wir gleich auch nochmal drauf, haben über 20% Performance im Januar einfahren können, haben dazu auch einen Blogbeitrag auf unserer Seite gemacht. Wenn ihr da mehr Interesse habt, schaut da einfach mal vorbei. Ansonsten haben wir natürlich, was Nelson schon gesagt hat, den Risikohinweis. Den habt ihr vorhin schon bei Nelson gesehen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch sofort mit dem Marktausblick und dann natürlich auch im Anschluss mit euren Fragen. Was steht noch in dieser Woche an wichtigen Terminen an? Da haben wir morgen sicherlich den wichtigsten Termin, die Arbeitslosenquote. Viele vernachlässigen das. Das ist auch gar nicht so wichtig, wenn man auf Tagesbasis agiert. Aber natürlich für die Daytrader ist das natürlich ein sehr wichtiger Termin, weil sich hier häufig die Märkte doch relativ stark bewegen. Also wenn ihr im Daytrading seid, da nochmal um 14.30 Uhr einen Blick drauf werfen. Und dann noch ganz, ganz kurz in eigener Sache, Rendite Unlimited ist am Wochenende wieder das Beginnerseminar, wenn ihr Lust habt und Zeit habt, Samstag und Sonntagvormittag mit dabei zu sein, dann schaut einfach auf meiner Webseite vorbei, findet ihr ganz normal auf meiner Webseite, einfach hier auf Beginner klicken und dann könnt ihr euch dort noch anmelden für das Wochenende und für die Kunden, die bei uns schon Kunden sind oder eben auch über FXFlat haben wir noch einen Gutscheincode für euch, RU100. Dann könnt ihr kostenfrei dran teilnehmen. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir auch sofort mit dem Ausblick. Und es hat sich einiges getan in den letzten Wochen. Nelson hat schon gesagt, es ist ein bisschen her, als wir drüber gesprochen haben, zusammen beim letzten Marktausblick bei FX Flat. Wie gesagt, Winterpause ist dem Ganzen immer wieder geschuldet. Aber auch das gehört zum Traderleben mit dazu, dass man sich auch Pausen gönnt. Ich hoffe, das macht ihr auch regelmäßig und dann auch versucht, möglichst dann wenig zu handeln. Ich selber handle dann zum Beispiel nur auf Tagesbasis und Stundenbasis. Daytrading kommt gar nicht in Frage. Und der Januar hat auch wieder gezeigt, so performancemäßig, dass das keinen Unterschied oder keinen großen Unterschied macht. Aber man kann wirklich auch auf den größeren Zeiteinheiten zweistellige Renditen sehr gut erreichen im Monat. Dazu aber vielleicht später nochmal mehr. Wie sieht es aus beim S&P 500 Index? Wir haben eine relativ starke Abwärtsbewegung vor gut einer Woche gehabt. Da hat man hier ganz gut gesehen. Wir haben ein neues Hoch markiert und dann ging es relativ schnell bergab. Und viele Trader hat das hier wirklich auch erwischt. Man ist ausgestoppt worden, auch Positionen natürlich von mir auf Tag, Stunde. Ganz klar, weil die Bewegung doch recht stark nach unten ging. Wir hatten einen super schönen Aufwärtstrend gehabt. Der Markt ist also wirklich sehr, sehr schön nach oben gelaufen über die letzten Wochen und Monate und hat dann diesen Aufwärtstrend ja am Ende dann hier gebrochen.
Wie ist es dazu gekommen? Wir haben natürlich mehrere Faktoren, die hier eingeschlagen sind. Und das haben wahrscheinlich auch viele Daytrader unter euch natürlich genutzt, wie ich auch. Wir haben einen extremen Volatilitätsanschub gehabt. Also die Volatilität ist wirklich explodiert. Das war eine der höchsten und schnellsten Anstiege gewesen in den vergangenen 10 Jahren. Und das hat natürlich dazu geführt, Volatilität heißt nichts anderes als Angst im Markt. Und dieses Verhältnis, nur um das mal ganz kurz hier zu sagen, wenn die Aktienmärkte jetzt hier in grün nach oben laufen, dann ist es eigentlich so, dass die Volatilität halt nach unten läuft. So, und das ist aber nicht passiert, sondern es ist tatsächlich so, die Volatilität ist natürlich über die letzte Zeit auch nach unten gegangen, aber jetzt in den letzten 4 Wochen eher seitwärts gelaufen. Das heißt, hier ist eigentlich gar nicht viel passiert. Und dann plötzlich ist die Volatilität halt hier explodiert, als hier der Markt auch so runtergegangen ist. Und das konnte man schon erahnen. Wir haben bei uns im Büro, ich habe dazu auch letzte Woche schon ein Video gemacht, sehr heiße Diskussionen gehabt. Es wurde nachher fast nur noch über eine Aktie gesprochen, nämlich über GameStop. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen, die Aktie ist wirklich durch die Decke gegangen. Und komme ich auch gleich nochmal zu GameStop. Und da war einfach klar, wenn viele, viele Private plötzlich unterwegs sind in Aktien, das erinnerte mich wieder an das Jahr 2000 zurück, wo sehr dieser große Aktienhype war, dann steigt irgendwann die Volatilität an und der Markt kracht einfach mal ganz schnell, um einfach mal wieder groß reine zu machen. Und das ist passiert, das ist dieser schnelle Absturz gewesen hier, zack, 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 2, 3 Tage runter. Und seitdem erholt sich der Markt wieder. Sobald wir wieder über die Hochs hier gehen, würde ich auch sagen, haben wir das Schlimmste erstmal wieder hinter uns. Gefährlich kann es höchstens werden, wenn es hier oben zu einem sogenannten Doppeltop kommt. Das heißt, wenn der Markt tatsächlich diese Erholung hier jetzt nur noch mal nutzt, um einfach noch mal Private in den Markt hineinzubringen, das müssen wir jetzt einfach abwarten, was da kommt. Ich werde da auch am Wochenende noch mal einiges zu sagen bei Rendite Unlimited, wo das Ganze auch noch mal auseinanderdröseln werden. Aber grundsätzlich ist schon klar, hier der Markt ist hier stark in die Erholung gegangen in den letzten Tagen, ist sehr, sehr schön nach oben gegangen. Und wenn wir, wie gesagt, hier die Hochs rausnehmen bei 3.862, dann haben wir den Aufwärtstrend auch wieder zurückerobert. Und das kann man eigentlich ganz gut sehen, wenn man im Nasdaq ist, weil hier hat es diesen Bruch nicht gegeben. Hier hat es nämlich ein sogenanntes Doppeltief gegeben, aber auch hier zeichne ich erst einmal für euch den Trend nochmal ein. Kann man wirklich sehen, hier ging es wirklich über Monate sehr, sehr sauber nach oben. Hier ist dann das letzte Tief gewesen und dann ist es hier zu diesem Doppeltief gekommen, was im Regelfall eigentlich erstmal ein gutes Zeichen ist, wenn der Markt halt hier an diesen Stellen hält. Und hier ist der Trend halt noch in Ordnung. Und wenn wir natürlich hier drüber kommen, dann ist sowieso alles perfekt. Aber das möchte ich jetzt auch erst gerne sehen. Das heißt also, entweder hat man hier diesen Dreh mitbekommen und viele, ich sehe immer die Teilnehmerliste, viele von euch, die auch mit dabei waren auf meinen Ausbildungen, die haben auch genau diesen Dreh hier hoffentlich relativ gut mitgekriegt. Wenn auch nicht am ersten, dann aber spätestens am zweiten die Bewegung, nämlich diesen Turnaround Tuesday-Effekt, den wir ja sehr, sehr häufig nutzen, um diese Bewegung auch zu bekommen. Auch Trades, die wir innerhalb des Screening-Dienstes am Montag aufgenommen haben, Shop-Apotheke beispielsweise, ist riesig durch die Decke gegangen, auch im Laufe der Woche. Also da wirklich auf solche Dinge einfach achten. Das ist ganz, ganz wichtig als Trader, ein breites Bild zu haben. Also nicht nur auf den Chart zu schauen, sondern auch zu verstehen, warum hier der Markt sehr schnell bergab gegangen ist und dann aber auch, warum diese Erholung dann so schnell, so dynamisch kommt, und euch dann wirklich einen Handelsplan auch zurechtlegen, mit dem ihr dann auch klar wisst, nicht, dass ihr dann plötzlich den Trade nicht macht aus Angst, weil der Markt so schnell abgerutscht ist, sondern genau wisst, okay, ja, das ist vollkommen normal. Freitag, klar, Mittwoch ging es runter, Donnerstag normal, Freitag nochmal runter. Und dann, wie gesagt, am Montag hat sich das Ganze dann schon relativ gut erholt. Man konnte das auch anhand der Morgenroutine schon sehr, sehr gut absehen, Anfang der Woche, dass diese Erholung dann auch kommt. Da gibt es ja ganz viele Kriterien, auf die man hier achten kann, woran man eben sieht, dass diese Märkte drehen. Wie geht's weiter? Ich gehe davon aus, wie gesagt, wenn wir hier die Hochs rausnehmen, dass das ganze Umfeld weiter erstmal positiv bleibt. Wenn wir das nicht machen, dann könnte es wirklich kritisch
werden, spricht im Moment noch, würde ich sagen, ist eine 50-50-Geschichte aus meiner Sicht. Der Markt ist erstmal gut. Wir haben, wie gesagt, zwei neue Positionen auch aufgenommen innerhalb unseres Screening-Dienstes. Warum? Weil wir einfach weiter an dieses positive Umfeld auch glauben. Hier wird es wirklich erst gefährlich, wenn wir hier durch die Tiefs gehen. Das heißt, das hier ist eigentlich der spannende Punkt, wenn es unter die 12,7 geht. Ich glaube, es ist ein bisschen von dieser Euphorie rausgegangen aus dem Markt, wobei heute neue Emissionen an die Börse gekommen in Deutschland oder auch 30 war der Ausgabepreis mit 55 dann erster Kurs. Also da sieht man schon wieder, das erinnert eigentlich alles wieder an die Phase 99, 2000. Wer von euch vielleicht schon mit dabei gewesen ist, der kennt das. Eine der schönsten Zeiten, die es gibt, in der wir uns auch momentan tradingmäßig befinden. Ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, im November mit 25% plus war wirklich super. Haben wir auch bei Facebook die Auszüge hier mit gepostet. Dezember etwas ruhiger, jetzt im Januar auch wieder 20%. Also das ist, also im Moment ist wirklich eine super geile Zeit, die man wirklich auch nutzen muss als Trader und auch dieses Spiel mitgehen muss, tatsächlich in den Bereichen, in Aktien, die gerade gespielt werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir wollen ja stärker handeln und das, was gerade stark ist, muss man natürlich handeln und das sind nun mal im Moment Technologietitel und auch der deutsche Markt ist wieder zurück. Auch das darf man nicht vergessen. Wenn wir hier auf den deutschen Markt einen Blick werfen, da sehen wir auch ganz gut, dass sich der Markt hier wirklich super, super erholt hat. Im Herbst ja noch ein bisschen korrigiert. Dann hier diese Abwärtsbewegung so und seitdem sehen wir eigentlich, dass es auch kontinuierlich hier nach oben geht mit dem Markt. So und ja, hier hat es dann auch so ein bisschen diese Abwärtsbewegung gegeben. Hier diese letzte stimmt nicht. Jetzt kriege ich wieder das Zeichenprogramm hier nicht weg. Warum auch immer. Ich zeichne es nochmal neu. Ist nicht mal blöd, wenn man was nicht richtig einzeichnet. So, nochmal hier hoch. So. Und so, also das heißt, der Aufwärtstrend ist auch hier noch weiter intakt. Aber auch hier wäre es natürlich schön, wenn der Markt hier über das Hoch zieht. Wir haben auch hier, sehen wir ganz gut hier diesen Abverkauf vom Mittwoch. Wir haben allerdings hier schon deutlich früher korrigiert, also viel, viel früher als die Amerikaner. Erst schön seitwärts, dann am Mittwoch den Abverkauf, haben uns dann aber auch schnell gefangen und sind jetzt auch wieder an den Hochs. Also von diesen drei Märkten ist tatsächlich der S&P im Moment zumindest noch der schwächste Markt. Und der deutsche Markt und der Nasdaq sehen da wirklich sehr, sehr gut aus. Und wenn wir beim deutschen Markt sind, dann möchte ich tatsächlich heute auch mal den Blick auf den MDAX lenken. Denn dieser hat schon neue Hochs gemacht und das kann man hier wirklich sehr gut sehen. Die ganze Woche über schon im positiven Terrain, hat neue Jahreshochs markiert. Wenn wir hier zurückgehen, also da gibt es nichts mehr, was aus der Vergangenheit kommt. Das heißt, wir sind nicht nur auf Jahreshochs, sondern auf Allzeithochs. Und wie gesagt, das sehen wir momentan eben auch in Einzelaktien, die eben aus dem MDAX kommen, die zurzeit wirklich auch sehr, sehr gut performen. Und deswegen würde ich euch auch raten, da einfach mal einen Blick drauf zu werfen. Ich würde auch gleich mit euch hier auf jeden Fall mir ein paar Aktien anschauen, bevor wir nachher natürlich auch eure Aktien nochmal anschauen und auch die Fragen. Aber damit ihr auch mal so ein bisschen Gefühl für den Screening-Prozess bekommt und wieso der Filterungsprozess natürlich auch bei uns im Haus ist, dass wir wirklich schauen, okay, welche Indizes sind die, die gerade spannend sind und von da aus dann einfach weiterschauen. Aus den unterschiedlichsten Bereichen natürlich auch, welche Aktien könnten hier in Frage kommen, weil das ist ja nachher das, was den Performance-Unterschied macht. Ich erkläre das ja immer ganz gerne, wenn man sich langfristig, wenn ihr euch Monatscharts von Devisenmärkten anschaut oder von Indizes, da werdet ihr halt sehen, dass natürlich, wenn ihr über Monate und Jahre schaut, dass natürlich Indizes immer eine Richtung kennen, nämlich nach oben. Also wenn wir jetzt hier schauen würden, natürlich haben wir große Schwankungen, aber letztendlich ist es natürlich so, wenn man hier weit zurückgeht, letzten 15 Jahre oder so, es geht halt nur immer in eine Richtung, ne? Es geht immer mal zwischendurch bergab. Klar, haben wir hier auch gehabt, Corona-Krise, 2 Monate ganz schnell bergab, aber alles ist Egalität. Ja, wir sind jetzt wieder im Lockdown, aber das interessiert eigentlich gar nicht mehr. Und das ist eben das, was wir, wo wir auch viele Anfragen auch in den Coachings immer bekommen. Wie kommt das, dass wir dieses Mal nicht so stark bergab gehen? Wir sind doch wieder im Prinzip an der gleichen Stelle,
wie vor einem Jahr. Und es gibt zwei wichtige Punkte. Das erste ist, wir sind nicht an der gleichen Stelle wie vor einem Jahr, weil vor einem Jahr hatten wir wirklich noch Angst vor etwas gehabt, von dem wir nicht wussten, was uns da ereilt. Wir haben nur gesehen, in China alles abgeriegelt. Wir haben gesehen, in Italien massenhaft Tote wurden uns gezeigt. Das hat Angst gemacht. So, und diese Angst ist aber nicht mehr so da. Sie ist nur im Hinterkopf da, aber sie ist nicht mehr präsent. Dazu kommt, dass Menschen tatsächlich sich auch diesen Gewöhnungseffekt bekommen. Das heißt also, wir gewöhnen uns auch an Katastrophen. Wenn ich an 2001 denke, der Angriff aufs World Trade Center, danach gab es noch viele Anschläge, zwar alle nicht so in der Dimension wie der Anschlag der erste, aber natürlich auch da, aber die Börsen haben eben nur einmal so massiv reagiert, danach wird das immer weniger und immer weniger. Ob wir jetzt mal Anschläge sind, fast gar nicht mehr. Dann ist das ein kurzes Ereignis, ein, zwei Tage und dann ist es vorbei. Das heißt, das ist der zweite Punkt. Wir gewöhnen uns einfach an bestimmte Dinge. Und wie gesagt, man sieht hier, klar, September und Oktober, als darüber gesprochen wurde, so ein leichter Lockdown kommt, ja, aber als er dann da war, November, hat es keinen Menschen mehr interessiert. Das heißt, Börse nimmt einfach viele Dinge vorweg und weiß halt auch, wie Menschen reagieren. Und wir haben halt, also wenn wir gerade sehen, was das Thema Euphorie angeht, ich habe das ja gerade auch angesprochen, es gibt einfach Aktien, wo es unfassbar ist, was dort gerade einfach abgeht. Und das ist eben ein gutes Beispiel. Ich möchte jetzt gar nicht aufs Trading von GameStop jetzt kommen, aber was ich euch zeigen möchte, ist einfach, was da passiert ist. So, und das ist eben das Spannende. Wir müssen euch anschauen, wir werden auch dazu wahrscheinlich noch ein Interview die Tage machen mit unserem Praktikanten. Der ist hier unten eingestiegen, unter 40, also hat diese Welle nach oben geritten, ist natürlich auch hier oben nicht rausgekommen, das wird euch auch noch erzählen, also auch ein Stück tiefer, ganz klar, aber also nicht bei 400 oder noch höher, aber der hat eben auch viele 100% hier einfach mitgenommen in solchen Aktien. Und das war eben nicht nur bei uns Thema, sondern wir haben natürlich auch die Foren und Chats uns angeschaut und ich zeige euch das nur deshalb, weil es einfach wichtig ist zu verstehen, was hier gerade im Markt passiert. Wir bekommen eine Euphorie in die Märkte hinein und das ist erstmal total gut, weil wir da natürlich als Trader oder ihr als Trader massiv von profitieren könnt. Wie gesagt, wir haben in den letzten 3 Monaten eine unendlich gute Performance gemacht. Ich werde da am Wochenende auch noch drauf eingehen, woran das im Einzelnen liegt. Aber wichtig ist zu verstehen, dass diese Märkte erstmal sehr gut sind. Natürlich schneiden solche Märkte auch zurück. Also wer hier oben gekauft hat bei 440, ich hoffe keiner von euch, der hat natürlich jetzt auch die Arschkarte gezogen. Und wer jetzt noch hofft, dass der Kurs da nochmal hingeht, ich würde die Chance nicht sehr groß ansehen, dass das nochmal passiert, dass der Kurs dahin geht. Aber wie auch immer, wichtig ist eigentlich nur, dass hier diese Chancen, die müssen wir einfach nutzen. Ja? Wir haben das auch bei Evotec gesehen in der letzten Woche, die dann 30% in 2 Handelstagen gemacht hat und dann ist alles anschließend wieder zusammengebrochen. Also auch das ist im Prinzip so ein Ding, wo das kann man nicht rational erklären, was dann am Ende des Tages da immer passiert. Hier sehr schön zu sehen, ne? Also wir hatten die Evotec-Aktie bei uns auch im Depot gehabt, dann hat die hier, ist die wirklich super, super nach oben geschossen, wenn man sich das anschaut, hier 10%, dann großes Gap gemacht, hier zack, hoch und dann alles im Prinzip wieder abverkauft. Und da braucht ihr natürlich Strategien für, wie ihr mit solchen Trades umgeht, selbst wenn ihr drin seid. Also erstens ist zu erkennen, diese Aktien dann auch ins Depot zu bekommen. Das ist ja das, was wir auch machen bei uns und auch viele unserer Kunden hier diesen Screening-Prozess machen, aber dann auch zu schauen, okay, wie komme ich denn dann auch aus solchen Positionen halt wieder raus, wenn ich so unendlich weit vorne bin und mein Stop am Ende des Tages im Tageschart noch hier unten liegt. Ne? Also das ist dann so diese Sache des Handelsplans. Da müsst ihr dann an diesen Sachen arbeiten, aber das kriegt man ja als Trader in den Griff. Man muss sich halt nur vorher einfach mal Gedanken zu diesem Thema machen. Gut, ansonsten, wenn wir uns anschauen, also wir wissen, wir sind in einem positiven Marktumfeld, auch die Saisonalität ist positiv, wir wissen, wir sind in einer Phase der Euphorie angekommen. Das ist das Gute, also wir können extremst viel Geld in kürzester Zeit verdienen jetzt, das ist wirklich, was Trading angeht, die geilste Zeit. Ich habe jahrelang so eine Marktphase wie jetzt nicht erlebt. Ihr merkt also, ich bin total begeistert von dieser Marktphase, aber, und jetzt kommen wir wieder dazu, was Nelson auch immer am Anfang gesagt hat, denkt immer an das Risiko im Trading, also begrenzt es, arbeitet mit Risk Management, erklärt genau, wie viel Geld wollt ihr pro Trade am Ende des Tages investieren oder riskieren. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Aber wenn ihr das im Griff habt, dann ist es eine der schönsten Welten, in der wir uns momentan befinden. Und
Alle die, die mich schon seit Jahren kennen, die wissen, dass ich selten so euphorisch für Aktienmärkte bin. Aber das ist halt im Moment wirklich, wie lange das geht, weiß kein Mensch. Euphorie kann sehr, sehr lange andauern, hört aber meistens von einem Tag auf den anderen auf. So, und das ist einfach nur wichtig, dass Dinge, die in den vergangenen Wochen und Monaten gut funktioniert haben, was wir ja auch in den letzten Wochen immer gemacht haben, buy the dip, das heißt jeden Kursrückgang zum Kauf wieder nutzen von den stärksten Aktien, das hat sich einfach in den letzten Monaten bewährt und führt dazu, dass wir Monat für Monat zweistellige Renditen im Trading auch sehr einfach erwirtschaften können. Und das neben all dem, was ja bei mir im Büro auch noch anfällt. So, also wir wissen, S&P ist im Moment von den uns angeschauten Märkten der schwächste. Die stärksten sind eben der amerikanische Markt, nämlich der Nasdaq-Technologie, DAX und vor allen Dingen der MDAX. Und deswegen würde ich jetzt sagen, schauen wir einfach mal auf den Screener. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob wir hier auch gerade, nee, haben wir nicht den MDAX gelistet. Holen wir den gerade mal kurz rauf. So, und dann können wir hier einfach mal schauen, ich gehe auch in den Tageschart hinein, dass wir uns einfach mal ein paar Titel anschauen, damit ihr wieder ein Gefühl dafür bekommt, worauf sollte man denn achten, warum ist der Markt eigentlich so stark, und dann von da aus würde ich sagen, nutzen wir dann auch nachher die letzte 20 Minuten oder Viertelstunde für eure Fragen und eure Aktien, die ihr vielleicht habt. Erste Aktie Carl Zeiss, wobei mir ist es eigentlich immer wurscht, welche Aktie es ehrlich gesagt ist, vielleicht für euch interessant zu sehen, welche Aktien es sind. Ich mache das häufig tatsächlich ohne, dass ich weiß, welche Aktie es ist, wenn ich die Auswahl treffe, weil ich dann frei bin von Emotionen, was eine einzelne Aktie angeht. Wie gesagt, hier sehr schön zu sehen, die Aktie läuft hier super, super nach oben, also genau das, was wir eigentlich wollen, ist also in einem Rücklauf einfach ein extrem guter Wert, auch hier, als der Ausbruch nach oben kam, hier der Rücklauf, das sind natürlich Aktien, die möchte ich natürlich immer auf der Watchliste haben und das wäre zum Beispiel jetzt ein Titel, wo ich sagen würde, jo, das sieht gut aus, die Aktie sieht mindestens genauso gut aus wie der MDAX, wenn wir hier in die Vergangenheit schauen, ist es auch ein Hoch, das heißt also auch auf jeden Fall schon mal ein Titel, der sehr, sehr gut ist. Airbus ist tatsächlich so, also wenn ich durch den Screening-Prozess durchgehe, würde ich für mich erstmal sagen, ist Airbus nicht so toll wie die Aktie, die ich davor gesehen habe. Warum? Die hat halt noch nicht diese Dynamik nach oben entwickelt. Das sind so Sachen, auf die man wirklich achten sollte als Trader hier. Die Aktie befindet sich jetzt seit, ja, fast 2,5, 3 Monaten in der Korrektur. Wenn man hier jetzt so drin ist in so einer Aktie, das dauert halt, bis man da wieder rauskommt. Und das ist immer so, wo ich halt wirklich viel Wert drauf lege, zu sagen, okay, ich möchte halt möglichst, möglichst schnell, wenn ich in eine Aktie einsteige, natürlich auch sehen, dass ich Gewinne damit erwirtschafte. Denn viele von euch wissen das, bei mir ist das Jahr ja so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Ich habe 10 Veranstaltungen, die ich im Jahr mache, das heißt 10 Wochen sind eigentlich geblockt. Ich bin selber nochmal auf ungefähr 6, 8 Wochen auf Weiterbildung, wo ich also mich selber weiterbilde. So, wenn man das zusammennimmt, dann hat man schon die ersten 18 bis 20 Wochen rum. So, wenn man jetzt noch Urlaub mitrechnet, dann bleibt am Ende des Tages, wenn es alles mal zusammennimmt, vielleicht noch ein halbes Jahr reine Tradingzeit. Und die muss ich natürlich und möchte ich natürlich auch so effektiv nutzen, wie es geht. Und dann möchte ich natürlich nicht solche Aktien haben, die tagelang seitwärts laufen. So, dann habe ich doch lieber so eine Aktie wie Aixtron im Depot, auch ein Titel bei uns aus dem Screening-Dienst, hier sehr schön korrigiert über die Seitwärtsschiene, dann nach oben geschossen, jetzt wieder zurückgekommen, ist jetzt wieder kurz vor den neuen Hochs. Also das sind halt Titel, die nutze ich halt wirklich gerne, die mit sehr viel Dynamik einfach im Markt sind. Wenn wir uns hier Alstria anschauen, dann vergleicht das mal für euch. Mit welcher Aktie, welches Bild habt ihr so ähnlich schon gesehen? So, weil das ist eigentlich das, was, finde ich, immer super, super wichtig ist, zu schauen, okay, sieht die Aktie gut aus, sieht sie nicht gut aus? Und wenn sie nicht so gut aussieht, mit welcher Aktie vergleiche ich das jetzt? Und das haben wir uns hier gerade angeschaut, nämlich hier bei Airbus. Ja, also es ist ein ähnliches Bild, die Aktie korrigiert, ja, die ist auch stark gewesen, ist jetzt auch im 200-Tage-Linie, ist ja im Unterstützungsbereich, das ist alles schön, aber ist das die Aktie, von der ihr jetzt glaubt, die geht jetzt nächste Woche durch die Decke?
So, und das sind aber genau die Titel, die ich natürlich am Ende des Tages haben möchte. So gehen wir auch in den Ausbildungen immer ran. Also wir möchten wirklich, wirklich, dass ihr nur diese Aktien auf eure Watchliste setzt, von denen ihr glaubt, dass die in den nächsten Tagen durch die Decke gehen. Natürlich wird das nicht bei jeder Aktie so sein, aber wir wollen natürlich die besten haben in unserem Portfolio, damit wir regelmäßig auch eben zumindest an dem Ziel arbeiten können, zweistellige Renditen kontinuierlich einfach immer wieder zu erzielen. Am Anfang wird das sicherlich nicht so easy sein, aber in diesem Marktumfeld, in dem wir uns gerade befinden, sollte das schon der Anspruch sein, wenn man sich mit Trading längerfristig auseinandersetzt und auch tagsüber mehrere Stunden investiert, dass man hier 5 bis 10% Performance dann auch machen will. Wenn man das noch nicht hat und das in dieser Phase auch nicht erreicht, ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist nur, dass ihr daran arbeitet und schaut, warum habt ihr diese Performance nicht? Also, wenn ihr jetzt auf einem Level seid, wo ihr plus minus null tradet, dann macht ihr erstmal grundsätzlich irgendetwas noch nicht richtig. Und da müsst ihr einfach schauen. Deswegen ist der Handelsplan und vor allen Dingen hinten das Trading Journal so wichtig, weil man sonst nicht feststellen kann, wo die Fehler liegen. Denn jetzt, wie gesagt, ist die Phase. Jetzt muss man wirklich das Geld vom Tisch nehmen. Das ist wie beim Roulette. Es läuft einfach. Und nur wenn man solche Aktien hat, dann hat man eben nicht die guten Werte gezogen. Das möchte ich euch eben auch hier mitgeben. Auch hier Aareal Bank, wenn wir uns das anschauen, die konnte heute nicht von den positiven News profitieren, die im Bankensektor da waren. Ihr habt es ja mitbekommen, sicherlich. Die Commerzbank, also gute News für die Börse, nicht für die Mitarbeiter natürlich. Ihre Umstrukturierung bringen sie immer weiter voran. Die Commerzbank, die werden die Hälfte aller Banken schließen. Das spart Kosten. Das wirkt sich positiv auf den Aktienkurs aus. Deutsche Bank hat heute ihre Zahlen bekannt gegeben, hat zum ersten Mal, glaube seit 5 Jahren wieder mal Gewinne überhaupt gemacht. Die haben im letzten Jahr noch Milliardenverluste gehabt, dieses Jahr gut 100 Millionen Gewinn. Also von daher auch Licht am Ende des Tunnels, aber die Aktie konnte trotzdem nicht davon profitieren, weil die Marktteilnehmer damit gerechnet haben. Und das sieht man auch hier, also kein positiver Effekt, der da ist. Also auch das gehört zum Trading dazu, das Ganze einzuordnen, was da passiert. Also auch diese ganzen News, die kommen, einzuordnen, an die richtige Stelle zu bringen, weil nur so wird es euch gelingen, tatsächlich kontinuierlich hohe, hohe Renditen zu erzielen am Markt, weil ansonsten wird man immer so im Durchschnitt mitschwimmen bei 20% oder 30%, was ja auch gut ist. Also nicht falsch verstehen, nur ich weiß ja, dass auch viele Trader dabei sind, die auch wirklich richtig hohe Performance machen wollen, weil sie vielleicht auch davon leben möchten. Und da ist es halt wirklich wichtig, ein großes, gutes Allgemeinbild zu bekommen, um dann auch eben entsprechende Performances zu machen. Auch hier, ne, sehr schön zu erkennen. Im Prinzip haben wir hier einfach viele Werte, die ähnlich aussehen und da kann man natürlich Trades machen, aber es bringt, ist einfach nicht wirklich zielführend bei dem, was wir hier machen. Hier im Prinzip auch nicht wirklich stark, Bechtle auch nicht. Da fragt man sich, wie kommt denn, dass das der MDAX überhaupt so stark ist, wenn wir jetzt auch hier jetzt so viele Aktien finden, die nicht so stark aussehen. Hier auch dasselbe, die Aktie korrigiert hier wirklich super stark. Also das ist genau das, was wir eben möglichst natürlich nicht im Portfolio haben wollen. Boss hat hier tatsächlich versucht, über das Hoch hier wegzukommen, hat, ist ihm auch gelungen, der Aktie, ist dann allerdings wieder stark zurückgekommen. Also auch da wäre ich erstmal noch nicht so optimistisch. Das einzig Positive, was man hier sehen kann, ist, dass der Ausbruch unter sehr hohem Volumen entstanden ist und dann hier jetzt in der Korrektur das Volumen stark zurückgeht. Das ist positiv zu werten, aber ansonsten ist da auch noch nicht wirklich viel. Wie gesagt, Commerzbank hatte ich vorhin schon angesprochen, auch nicht positiv aufgenommen vom Markt, was sonst zu anderen Marktphasen eben häufig als positiv gesehen wird, wenn gesagt wird, naja, wir bauen Arbeitsplätze ab und. Aber das liegt daran, die Aktie hat natürlich auch schon einiges an Performance gemacht von den Tiefs. Also wenn ihr euch das anschaut, von letzten Jahr, die Tiefs, die wir hatten im Mai oder auch im Februar, seitdem hat die Aktie 100% gemacht. Ja, also das muss man auch sehen. Da ist also wirklich auch schon viel vorweggenommen worden. Ich bin auch eigentlich nicht so der Freund von diesen gefallenen Engeln. Haben wir auch schon einen Facebook-Beitrag auch zu gemacht und auch bei YouTube schon mal, warum. Also ja, klar, das ist immer super, diese 100%. Aber man verkauft halt auch wirklich Aktien, die fundamental nicht wirklich gut sind. So, und ich habe lieber dann so Aktien wie Tesla im Depot, die dann
ein, zwei, 300% machen, aber die dann auch noch gut dastehen. Ob fundamental, das lassen wir mal lieber außen vor, das ist eigentlich ein schlechter Vergleich, aber die werden wenigstens vom Markt gut gespielt. Auch Canon ist hier eigentlich, obwohl sie jetzt erstmal nach oben gegangen ist, hat noch keine neuen Hochs gemacht. Heute so eine Umkehrkerze ist auch noch nicht wirklich super, aber wir kriegen gleich sicherlich noch zwei, drei coole Aktien aus dem Bereich auch hier. Also ich glaube, ihr seht, worauf ich hinaus will. Man kann wirklich viel falsch machen im Trading, indem man die falschen Aktien auswählt. Wenn man dann solche Aktien wiederum hat wie Dürr, da bin ich dann wieder eher für zu haben. Warum? Macht den Vergleich zu dem, wie der MDAX aussieht. Ne? Die Aktie ist stark, die Aktie kommt nach oben. Solche Aktien wollen wir halt möglichst eher im Depot haben. Auch hier Siemens Energy. Korrigiert halt noch. Wenn die Aktie ausbricht nach oben, super. Ja, mega, weil dann haben wir hier auch wirklich wieder Dynamik. Die Aktie kann sehr schnell bei einem Ausbruch, das kann man hier ganz gut sehen, 10, 20% in 2 Wochen abreißen. Dann ist so eine Aktie auch interessant, aber bis dahin eher eben nicht. CTS Eventim, könnt ihr euch selber beantworten, was hier los ist. Ne? Die Aktie ist in einem Seitwärtsmarkt gefangen. Da passiert auch gar nichts und am Ende müssen wir auch ganz klar sagen, die Eventbranche liegt natürlich auch auf dem Boden. Also da ist auch im Moment wirklich kein Blumenpott mit zu gewinnen und ich habe auch sehr wenig Hoffnung, dass wir am 15. Februar wieder auch nur stückchenweise wieder in unsere Normalität zurückkommen. Ich hatte vorhin nur ein Kurzinterview auch nochmal gehört. Also wir stellen uns auch schon bei uns darauf ein, dass das noch ein bisschen länger dauert. Einziger Vorteil ist wirklich, dass Seminare zum großen Teil tatsächlich auch stattfinden können. Düsseldorf Modemesse funktioniert. Also der Bereich geht, aber so für im privaten Bereich ist es halt super, super schwierig im Moment. Und hier die Eventbranche liegt wirklich am Boden. Das ist wirklich echt traurig, was da passiert. Hier noch mal ein paar positive Beispiele, wo ich sagen würde, da möchte ich auf jeden Fall dann zumindest auf die Watchlist legen. Ne? Die Aktie hat halt neue Hochs gemacht, hat diese Ausbruchsphase auch genutzt, korrigiert jetzt hier, also deutlich besser im direkten Vergleich zu dem, was wir hier bei CTS Eventim sehen. Ja, Evotec hatten wir vorhin schon kurz angesprochen gehabt, auch super starker Titel, ist hier wirklich richtig durch die Decke gegangen. Also wer es hier geschafft hat, oben Gewinnmitnahmen zu machen, herzlichen Glückwunsch, alles richtig gemacht bei der Aktie. Jetzt Bodenbildung, sollte die Aktie sich hier stabilisieren, haben wir gute Chancen darauf, dass die Aktie auch wieder nach oben geht. Da würde ich dann wirklich darauf achten, kriegen wir hier wieder einen Trend, der nach oben zeigt. Ich würde hier nicht einfach blind einsteigen auf diesem Level. Dafür war mir der Abverkauf hier zu groß. Das ist übrigens auch hier wieder reingetragen gewesen von Privatanlegern, also was da passiert ist. Ne? Die haben diese Aktie einfach nach oben gepusht. Das kann man bei solchen Aktien sehr, sehr gut machen, die nicht so marktbreit sind. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Also wenn man da wirklich ein großes Konto hat oder so wie das bei GameStop oder auch Evotec gewesen ist, dass sich wirklich 100, 500 Trader einig sind, dann passiert genau das, was man hier gesehen hat und dann bricht es zusammen. Patrick, glaube ich, heißt es, schreibt schon, war das kein Short Squeeze bei Evotec? Ja, natürlich kann das auch immer, wenn es so aussieht, häufig der Short Squeeze dann tatsächlich sein. Das heißt, es gab ein paar Shorts. Allerdings muss ich echt sagen, das ist halt was anderes als bei GameStop. Warum sollte man hier in dieser Aktie Short drinne gewesen sein? Die Aktie hat neue Hochs gemacht, die Aktie ist eigentlich super stark gelaufen. Also das sehe ich halt anders als bei GameStop. Da ist es ein reiner Short Squeeze gewesen bei GameStop, weil da sind Hedgefonds in Millionen- und Milliardenhöhe Short gewesen. Das ist hier bei Evotec nicht so, zumindest nicht so ausgeprägt. Hier, glaube ich, ist es einfach dieses Verrückte, was passiert. Also alle, die vor 20 Jahren schon mit dabei gewesen sind, die kennen das. Also das sind Bewegungen, die habe ich früher jeden Tag gemacht. Also im Jahr 99 und 2000 habe ich zwischen 500 und 1000% Performance gemacht. Das ist halt genau diese Phase gewesen. Das hat man mitgenommen, da ist man reingegangen in so einen Trade und war maximal einen Tag drin und dann ist man wieder draußen gewesen und ist am nächsten Tag dann wieder reingegangen. Das kann sein, dass wir das jetzt so eine Phase hier jetzt wirklich noch Wochen und Monate lang bekommen. Das hat man nämlich 99 auch über 1,5 Jahre diese Phase. Es fing irgendwie in 98 an. Wenn ihr euch mal Charts von solchen Aktien anschaut von damals,
irre, da haben Aktien 10.000% gemacht. Also das ist, dagegen ist, ne? Also das ist wirklich irre, so ähnlich wie bei GameStop 7.000% in kürzester Zeit. Für Trader ein Traum, aber man muss halt langfristig schauen. Also wenn man wirklich auf Monatssicht oder so guckt, dann muss man ein anderes Bild haben. Aber als Trader ist es gerade ein Traum, was wir hier sehen. Jutta schreibt, auch bei Evotec wurde schon jahrelang immer wieder attackiert, bin auch schon lange drinne. Dann freut es mich für dich, Jutta, dass jetzt diese starke Bewegung auch nach oben gekommen ist. Wie gesagt, wir hatten sie bei uns auch im Screening-Dienst drinne, weil die Aktie einfach gut aussah technisch und dann ist natürlich zu unserem Glück dann das passiert. Das wussten wir ja vorher auch nicht, als wir eingestiegen sind in die Aktie, dass das hier passiert. Da kommt immer dann auch das Glück des Tüchtigen nachher am Ende des Tages. Das passiert dann irgendwie gefühlt alle 500 Trades, dass man solche Bewegungen dann auch sofort bekommt. Bei vielen anderen gehypten Aktien, da ist es einfach, das spürt man einfach, wenn man News verfolgt, was da gerade halt abgeht. Ja, Freenet ist auch so eine Aktie noch aus der Zeit des neuen Marktes, die tatsächlich auch schon seit 20 Jahren am Ende des Tages im Markt ist. Wir sehen hier auch stark abverkauft, seitwärts gelaufen. Dann dieser Ausbruch. Jetzt ist es eigentlich spannend, ob Freenet es schafft, hier dann über die Hochs hier rüber zu laufen bei 19. Das ist eigentlich die entscheidende Phase. Darunter würde ich die Aktie jetzt erstmal nicht anfassen. Wenn das aber kommt, dann könnte es natürlich spannend werden, wenn wir uns hier Freenet mal in die Vergangenheit anschauen. Ich sagte Zeit des neuen Marktes. Die waren schon mal bei 150, 160 und die haben dann ihre Tiefs. Hier nochmal schauen. 73 Cent. Ja, also die haben 99% an Wert verloren und prozentual kann man das gar nicht ausrechnen, was die seit den Tiefs gemacht haben. Also wer das damals hier irgendwo hier unten gekauft hat, das kann man prozentual hier kaum fassen, was da abgegangen ist. Aber ja, sowas gibt es halt, solche Geschichten an der Börse. Das hält auch im Regelfall keiner aus, dann 20 Jahre in so einer Aktie zu sein. Aber jetzt, wenn wir uns das anschauen auf Monatsbasis, sieht das gar nicht so krass aus, was da passiert ist. Wichtig ist, dass wir hier über dieses Hoch bei 19 hinwegkommen. Dann, glaube ich, haben wir gute Chancen, dass wir dann tatsächlich hier bei der Aktie Richtung 22 laufen. Und wenn das auch rausgenommen wird, dann sind wir auch ratzfatz bei 30. Das heißt, hier würde ich halt nicht hingehen, die Aktie jetzt sofort kaufen, sondern ich würde warten, bis dieser Ausbruch tatsächlich kommt. Und dann ist sie auch bei mir auf der Watchliste, weil dann möchte ich natürlich auch bei dieser Aktie mit dabei sein. Okay, würde ich sagen, schauen wir uns noch drei Aktien an und dann kommen wir zu euren Fragen. Fuchs Petrolub, auch hier, ne, Seitwärtskorrektur, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Also da könnt ihr erstmal nicht gerade viel gewinnen in dieser Phase, auch wenn die Aktie jetzt 5, 6% in den letzten Tagen gestiegen ist. Da würde ich einfach warten, dass der Ausbruch kommt. Selbe gilt hier für Fraport und auch hier für GEA. Das macht einfach wenig Sinn, hier in solchen Aktien dann engagiert zu sein. Also versucht wirklich die Titel herauszunehmen, die für euch besonders gut aussehen. So, und dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt zu Einzeltiteln, dann schreibt bitte das Kürzel mit dazu. Ganz wichtig. Das spart einfach Zeit, so dass wir dann uns viele einzelne Aktien anschauen können. So, und dann schaue ich auch gleich, da ist der erste von Günther schon. ABBV. Oder wenn ihr sonstige Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich auch gerne stellen. So, also schauen wir uns das Ganze an. Die Aktie ist erstmal von ihren Tiefs im Herbst sehr schön erstmal nach oben gekommen. Bis dahin ist erstmal alles gut. Also hier diese Bewegung sehr stark, dann hier dieser Rücklauf, dann nach oben gelaufen. Also bis dahin war alles klar. Was jetzt nicht schön ist, und da muss ich immer leider Wasser in den Wein gießen, das ist so ähnlich wie bei, was war das, was wir beim Nasdaq gesehen haben. Die Aktie ist halt für meinen Geschmack zu weit korrigiert. Das ist immer nicht so schön, deswegen mache ich das auch im Nasdaq nicht. Das kann sein, dass es hier tatsächlich ein Doppeltief war. Also das heißt, wenn du hier unten irgendwo reingekommen bist, jetzt, dann ist das natürlich super. Ansonsten würde ich tatsächlich schauen, ob du hier in einen Aufwärtstrend hineinkommst. Das würde auch Sinn ergeben. Also ich schaue halt immer, bekomme ich dieses Muster hier? Dann hat man auch eine Chance, dann reinzugehen. Aber wie gesagt, es wäre jetzt nicht einer meiner favorisierten Titel. Das heißt aber nicht, dass die Aktie jetzt nicht schnell nach oben kommen kann, sondern es ist einfach nur, ich versuche halt immer möglichst Aktien zu finden, die halt deutlich steiler schon vorher nach oben gegangen sind. Ich wollte gerade sagen QVC, aber es ist QSC. Ja, super.
So, ja, und QSC ist richtig. So, das könnt ihr jetzt euch mal selber anschauen. Also erstmal, wenn ich nur auf den Chart schaue, dann muss man einfach sagen, okay, hier ist der Trend und die Aktie ist einfach hier schon richtig gut nach oben gelaufen. Ne? Also, was wir schauen, so zack, zack, zack. Also, es ist schon ein sauberer Trend. Die Aktie hat hier 50, 60% Performance gemacht von den Tiefs. Das ist alles super. Das heißt, ich würde hier tatsächlich eine Korrektur abwarten und dann versuchen, in die Aktie hineinzukommen, wenn du die traden möchtest, Dennis. Ich selber habe immer, ehrlich gesagt, Bauchschmerzen bei einer Aktie, die so günstig ist. Ja, also die so über 1, 2 Dollar ist, diese sogenannten Penny Stocks. Im deutschen Markt ist das, was die Kosten der Transaktion angeht, jetzt nicht so krass, weil wir hier nach Order-Volumen bezahlen, anders als in den USA. Also wenn ich dort für 50.000 Euro die Aktie kaufen wollte und ich kaufe 25.000 Stück, dann ist die Order, die ich dafür bezahlen muss, gebührenmäßig unfassbar teuer. Dann reden wir von mehr, wenn ich jetzt mich nicht verrechnet habe, sehr schnell bei 50 bis 100 Dollar an Gebühren. Aber grundsätzlich habe ich sowieso Bauchschmerzen bei einer Aktie, die günstig ist, weil die Gefahr natürlich immer besteht, dass so eine Aktie insolvent wird. Also ihr müsst euch halt immer überlegen, wenn eine Aktie so billig ist, ja, die Chance, so wie jetzt hier 50% zu machen, ist riesig. Die Chance, aber 99% zu verlieren, eben auch. So, und das muss er halt wissen. Aber grundsätzlich, wenn ich den Kurs hier nicht sehen würde, dann würde ich sagen, ja, das suche ich. Genau sowas suche ich. Ich hoffe, ihr konntet dir damit helfen. So. Ja. Hier sehen wir schon, ist die Dynamik nicht so krass wie bei dem Wert, den wir vorher angeschaut haben, bei QSC, aber die Aktie läuft halt nach oben. Fabian, und das ist eben genau das, worauf ich ja hinaus möchte. Darum geht es mir. Also selbst wenn ihr jetzt nicht Aktien erwischt, die jetzt wie Bombe nach oben laufen, ja, also die, die wir im Idealfall halt suchen, die ich als Trader suche, die unsere Kunden suchen, die auch in den Seminaren, die wirklich die stärksten Titel haben wollen. Aber grundsätzlich, wenn man erstmal so eine Aktie hat, dann hat man den ersten Schritt eigentlich schon gemacht, weil man hat Aktien, die Stück für Stück für Stück für Stück nach oben gelaufen. Und auch wenn das hier prozentual jetzt nicht so riesig aussieht, aber nach der ersten starken Aufwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben, seht ihr halt auch, selbst wenn man hier oben erst eingestiegen ist, hat die Aktie halt trotzdem 10% gemacht in den letzten 2,5 Monaten. Ja, das ist gut, und man ist auch nicht ausgestoppt worden. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen doch Aktien haben, die möglichst sauber nach oben laufen. Und genau das ist es. Und das ist eben der erste Schritt. Wie gesagt, das mit dem zweiten Schritt, dass man nachher extrem starke Performance hat, ist dann nachher der nächste Step, den man dann irgendwann eingeht. Das ist dann das, was man mit der Zeit lernt. Und wichtig ist einfach erstmal zu erkennen, solche Aktien eben herauszufinden. So, Kali und Salz, SDF. So, also auch hier ist erstmal der Trend vollkommen in Ordnung, ne? Also das ist erstmal das, was wichtig ist. Also immer zu erkennen, habe ich hier einen markttechnischen Trend. Auch wenn das jetzt nicht das Allheilmittel ist, ne? Aber ich sag mal, für mich ist es einfach wichtig, ich brauche einfach etwas, und das ist das, was für viele eben wichtig ist, etwas, woran wir uns anlehnen können. Etwas, was wir duplizieren können. Und das ist ja etwas, was in meinem Trading ganz, ganz wichtig ist. Zumindest im ersten großen Step, dass man einen Plan hat, von dem, dass man immer, immer, immer wieder duplizierbar handelt, weil das ist wirklich, dass man das einmal in sich aufnimmt. Ihr müsst das so sehen wie Fahrradfahren oder Auto. Das lernt man auch so, wie es funktioniert. Hinterher macht man es vielleicht, dass man Fahrrad freihändig fährt, mit einer Hand fährt, keine Ahnung, was macht, aber man lernt es halt, oder Autofahren eben auch. Man lernt es nach einem bestimmten Schema. Und irgendwann fährt natürlich jeder so, wie er das für richtig hält, nachdem er viel Erfahrung hat. So, und das ist beim Trading genauso. Ihr braucht einfach aus meiner Sicht, einen duplizierbaren Ansatz, der es euch ermöglicht, immer wieder dasselbe zu tun, um anschließend in einem Trading Journal festzustellen, ist das, was ihr macht, genau richtig, oder ist es
gibt es da noch links und rechts etwas, wo ihr das verbessern könnt. Ne? Und das ist das, was wir auch in unseren Coachings immer machen mit unseren Teilnehmern, eben schauen, wenn die unterschiedliche Performances haben zu denen, die wir haben oder die ich habe, dann muss das ja irgendwo dran liegen. Und dann schauen wir uns das genau an und dann wird es eben aufgedröselt und geguckt, okay, was machst du anders? Und das ist das, was ihr selber ja auch machen könnt. Ihr schaut euch einfach das an, was ihr habt und arbeitet dann einfach daran weiter und verändert das. Ne? Also das heißt, hier der Trend ist super in Ordnung. Wenn wir uns das anschauen, die Aktie ist in der Korrektur. Auch die Länge der Korrektur ist hier noch in Ordnung, gehört aber für mich, also wenn ich jetzt nicht drinne wäre, würde ich die Aktie jetzt nicht kaufen wollen. Aber wenn man jetzt drinne ist, weil man hier irgendwie hier drüber eingestiegen ist, dann ist das vollkommen normal, was hier passiert, vor allen Dingen, wenn man im Tageschart agiert. Wie gesagt, wenn ihr Aktien habt, schreibt bitte immer die Kürzel mit dazu. Ich wähle jetzt immer nur die Aktien aus, wo die Kürzel sind, weil das andere dauert immer eselig lange. WBA. So, Patricia kann ich aber sagen. P1Z. Ja. Was sagst du? P1Z. Irgendwie Paula. Paula 1Z. Mhm. Ja. Irgendwie haben wir bei uns den Ton umgestellt. Das heißt, ich kann über den Kopfhörer leider nicht den Ton hören, wenn du sprichst. Aber ist ja super. Dann haben wir das auch, Patricia. Danke dir, Nelson. Ja, also normal in einem Seminar würde ich immer sagen, ja, was sagt ihr denn als Gruppe dazu, zu Patricia? Damit möchte ich immer so dieses Gefühl bekommen, wenn ihr das vergleicht mit dem, was wir uns vorhin angeschaut haben, welche Aktien gut aussehen, da muss man einfach sagen, ist eigentlich nicht so cool. Warum? Die Aktie ist super gelaufen. So, bis dahin, alles soweit easy. Dann ist hier der Trendbruch gekommen. So, dann hat die Aktie sich zwar wieder erholt, ist aber noch nicht wieder zurück. Das heißt, die befindet sich jetzt hier, machen wir uns nichts vor, seit 3-4 Wochen eher in so einem Seitwärtsmarkt hier. Ne? Also, hat Anfang Januar angefangen, so, das ist jetzt hier so seitwärts. Und solange das so ist, mag ich halt nicht wirklich in solche Aktien dann am Ende hineingehen. Warum? Weil mir, das ist einfach, die Zeit ist einfach nicht auf meiner Seite. So, und wie gesagt, wenn ihr drinne seid in der Aktie, alles easy, dann müsst ihr euch nur überlegen, wo wollt ihr jetzt den Stop hinpacken für so eine Aktie. Das ist eigentlich immer aus meiner Sicht eben der Punkt. Und das würde mir hier halt wahnsinnig schwer fallen. Weil dieses Tief ist nicht wirklich geeignet für einen Stop. Also von daher muss man halt wirklich gucken. Also wie gesagt, für mich gehört sie nicht zu den Aktie, die ich unbedingt haben möchte. So, da haben wir nichts bei CRWD. Also entweder habe ich den falschen rausgenommen. CRWD, gibt es noch eine andere? Nee, gibt es nicht. Also da passt das Kürzel nicht. Oder zumindest Agena Trader hat das nicht. Kann ich leider nichts mit anfangen. Dann SIVB. SIVB. So, hier aus dem Finanzbereich, im Nasdaq sieht man eigentlich ganz schön, die Aktie ist kurz vor ihren Hochs, läuft super nach oben, also deutlich besser als das, was wir an Finanzaktien aus dem Deutschland gesehen haben. Also von daher sehr, sehr stark und guckt euch mal diese Aufwärtsbewegung an, die hier wirklich sauber nach oben gelaufen ist. Hier die kurze Korrektur im Gesamtmarkt mitgelaufen und jetzt wieder nach oben. Also das wäre eine Aktie, die mir auch gefällt. Also finde ich gut. Sigrid fragt, hast du Tipps für die Stoppversetzung? Ich finde zwar starke Aktien, aber werde häufig zu schnell ausgestoppt. Ja, also so pauschal lässt sich das natürlich immer schwer beantworten oder vielleicht doch wiederum so einfach. Es hängt halt häufig tatsächlich von der Zeiteinheit ab, in der man unterwegs ist, Sigrid. Und ob die Aktie grundsätzlich einen sauberen Lauf normalerweise macht. Also wenn ich so eine Aktie habe wie jetzt diese hier und ich würde im Stundenchart handeln, dann bin ich sehr entspannt mit so einer Aktie, weil da kann mir eigentlich nichts passieren. Ne? Wenn du dir das anschaust, hier, da geht es einfach nur sauber nach unten. Da wäre man nicht ein einziges Mal in den letzten Wochen oder Monaten ausgestoppt worden. Also das heißt, genau solche Titel versuche ich möglichst hier zu erwischen, wenn wir uns das anschauen. Dann ist die Aktie super, super, super sauber nach oben gelaufen und hat 100% gemacht und derjenige, der drinne ist, wäre nicht ausgestoppt worden. So,
Wenn wir auf die nächst kleinere Zeiteinheit gehen, also Tag und Stunde, also manche machen auch 4 Stunden, das macht aber im amerikanischen Markt aus meiner Sicht nicht wirklich viel Sinn, aber Stunde, dann braucht man einfach so solche Aktien, die so sauber nach oben ziehen, weil in solchen Phasen werdet ihr natürlich ausgestoppt. Und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, dass es manchmal gar nicht die Aktie ist, sondern die Markt. Das Marktmomentum, wo ich gerade einsteige. Wenn ich hier nach so einer Aufwärtsbewegung hier reinsteige, wo der Markt sich in eine Seitwärtsbewegung begibt, dann bin ich von vornherein zweiter Sieger, weil ich wette, wenn wir uns diese Marktphase hier anschauen, dann würden wir mindestens 2 bis 3 falsche Trade-Signale bekommen. Das heißt, es macht keinen Sinn, hier in so eine Aktie einzusteigen, wenn die hier seitwärts wegbullert, sondern da muss man wirklich darauf warten, dass die hier tatsächlich das Hoch rausnimmt und dann in so einen Trade einsteigen, weil sonst verliert man hier. Solche Bewegungen nach unten wie hier, die kann man viel besser im Stundenchart nutzen. Kann man hier auch ganz gut wieder sehen, wenn wir uns die Korrektur hier anschauen. Der Markt läuft hier schön nach unten. Ich zeichne das immer so ein, so ganz grob. So. So, und dann sehen wir auf der anderen Seite, hier ist passiert genau das, was wir wollen. Aktie läuft rauf, läuft runter, man steigt ein und ist glücklich, in einem guten Trade zu sein. Das heißt, grundsätzlich ist das die Benutzung der Stops eigentlich relativ einfach beim markttechnischen Handel. Es ist halt immer nur wichtig, in Tagescharts, das ist bei sauberen Aktien total einfach. Im Stundenchart, auch wenn die Korrektur sauber verläuft, so wie das hier ist, wenn sie seitwärts, also auf der zeitlichen Schiene ist, da verbrennen sich wirklich die meisten dann tatsächlich die Finger, weil wenn man in dieser Seitwärts, ich gehe nochmal in den Tagescharts zurück, wenn man hier in so einer Seitwärtsphase, da wird man unter Umständen 2, 3 Trades machen, sich immer wieder die Finger verbrennen. Und deswegen ist das Handelsjournal so wichtig, Sigrid, weil im Handelsjournal schreibt man dann rein, okay, ich habe mir die Aktie nach einer Woche nochmal angeschaut und gesehen, okay, die ist nur seitwärts gelaufen und habe da 2, 3 Versuche gemacht und bin reingefallen. Wenn man das 10-mal gesehen hat, sollte man dann irgendwann daraus lernen, dass man solche Aktien, die seitwärts laufen, was ja erstmal gut ist, wir wollen ja Aktien haben, die auf der zeitlichen Schiene korrigieren, diese aber dann nicht nutzt, um hier in kleinen Zeiteinheiten einzusteigen, sondern dann besser in der nächstgrößeren Zeiteinheit. Dafür ist das Handelsjournal oder das Tradingjournal halt so wichtig. Ich sage das ja auch oft auf den Veranstaltungen. Ihr wisst selber, wie viele Trader sind erfolgreich und wie viele sind nicht erfolgreich. Die Broker publizieren das hier auch regelmäßig. So, das heißt, um das mal ganz grob zu sagen, 2 Drittel, 1 Drittel ist das Verhältnis. 1 Drittel erfolgreich, 2 Drittel nicht. Und die 2 Drittel sind deswegen nicht erfolgreich, weil sie zwar gerne traden, aber sich die Arbeit nicht hinten raus in der Zeit und in der Muße machen, wie man das eigentlich machen sollte. Und wenn man das tatsächlich macht und dann trotzdem das hier nicht erkennt, dann müsst ihr euch unbedingt jemanden nehmen, mit dem ihr dann eure Trades besprecht. Wenn ihr einen Freund habt, einen Bekannten habt, in der Gruppe, eine Arbeitsgruppe habt, ist das super. Wenn das nicht der Fall ist, sucht euch immer jemanden, mit dem ihr das zusammen macht, im Zweifelsfall mit einem Mentor zusammen. Aber versucht es erstmal selber hinzubekommen, weil es ist so elementar wichtig, dieses herauszukriegen, wo der Fehler im Trading liegt. Ne? Das ist ja das, was wir auch versuchen, möglichst immer zu erklären. Da passieren die Fehler. Da muss man drauf aufpassen. Trotzdem passiert es natürlich, wenn man im Handel ist, dass hinten raus Fehler passieren. Und man muss wirklich genau drauf gucken, wo liegt der Fehler im Trading. Also wenn ihr den nicht analysiert, wenn ihr plus minus null tradet oder leicht im Plus seid und der Markt aber 5 oder 10% macht und ihr seid nicht mit dabei, ihr seid nicht besser als der Markt, dann wisst ihr, in eurem Handel es sind Kleinigkeiten im Regelfall. Es ist nur eine kleine Schraube, die anders gedreht werden muss und schon ist man drinne. Und ich hoffe, habt ihr damit so ein bisschen helfen können, Sigrid, darauf wirklich zu achten. Also hier nicht in solchen Phasen versuchen, die Einstiege zu wählen, sondern wirklich so, wo man dann möglichst gut reinkommt oder dann alternativ dann im Tagesschart den Trade aufzusetzen. Und bitte immer darauf achten, alle bitte, ich kann das mich da wirklich nur wiederholen, die erfolgreichsten Trades. Wir haben jetzt gerade gestern oder vorgestern noch eine Mail von einem Kunden bekommen, der im Herbst in der Trader-Ausbildung war, der so super glücklich ist und so endlich wieder so erfolgreich ist im Trading.
Es ist diese Arbeit an sich selber und die kann manchmal echt lange dauern, bis man alles auf der Kette hat, so wie man das gerne haben möchte, auch die Ziele so hat, wie man das gerne haben möchte. Trading ist halt ein Prozess mit viel, viel Erfahrung und das hat Costellani schon vor 20 Jahren gesagt und das unterschreibe ich. Das Geld, was wir an der Börse verdienen, ist Schmerzensgeld. Erst die Schmerzen und dann kommt das Geld. So, und dann sind wir bei BioNTech, sicherlich eine der Aktien, die in Deutschland extremst viel gehandelt wurden. In den letzten Monaten ist hier super nach oben gekommen, aber auch die Aktie hat dann einen ganz, ganz starken Abverkauf bekommen, als es dann darum ging, Lieferengpässe und in Europa ein bisschen auch abgestraft worden. Jetzt kommt die Aktie aber wieder hoch. Würde ich sagen, finde ich gut, jetzt kennt man auch noch die Story dazu, das macht die Aktie natürlich noch attraktiver, aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, würde ich auch gerne dann tatsächlich ins Depot nehmen. Ich habe sie als Investment bei mir tatsächlich im Depot, nicht als Trading-Position, dafür ist sie im Moment nicht dynamisch genug, aber eben als Investment-Position, weil ich an das glaube, was da gerade passiert. Jo, ja, Sigrid, gerne. Ne? Sigrid hat nur noch mal gerade unten geschrieben. Danke für die Antwort. Sehr schön. Harald schreibt noch, kannst du noch mal kurz darlegen, wie für dich eine ideale Korrektur deiner Watchlist-Kandidaten aussieht? Ja, das kann man so pauschal auch nicht sagen, Harald, aber grundsätzlich ist es so, was Sie gerade schon gesagt haben. Also ich möchte natürlich möglichst aus Aktien auf der Zeitebene korrigieren, so wie wir das auch vorhin gesehen haben. Das ist mir schon lieb, dass Aktien seitwärts korrigieren. Ich kann das auch nochmal kurz aufzeichnen, weil das ist, glaube ich, auch wichtig für alle. Also wenn wir so eine Aufwärtsbewegung haben im Markt, dann ist es grundsätzlich natürlich immer schön, wenn eine Aktie möglichst natürlich flach korrigiert. So, das Problem ist nur, wenn wir jetzt hier vom Tageschart in eine kleinere Zeiteinheit wählen, dann werden wir hier häufig viele Fehlsignale haben. Denn das, was ihr hier seht, würde ja im Stundenchart so aussehen. So, und da könnt ihr eigentlich nur verlieren. Das heißt, wenn wir in so einem Marktumfeld sind, in einer Aktie, die so seitwärts korrigiert, dann, das ist das, was ich sage, Handelsplan, bitte Handelsplan, Handelsplan und Trading Journal. Nur so zusammen werdet ihr den Erfolg bekommen, den ihr haben möchtet. Dann könnt ihr das entsprechend so auch mitbekommen, indem ihr dann sagt, ihr macht den Einstieg da drüber und macht das. Ansonsten ist so ein Einstieg halt gut, was wir gerade gesehen haben, wenn der Markt sauber nach unten korrigiert und dann sauber nach oben läuft. Also das ist dann habt ihr mehr Platz und es geht immer darum, was man persönlich halt besser traden kann. Also ich komme super mit diesen Seitwärtsmärkten klar, weil ich dann einfach diesen Ausbruch dann einfach mitnehme, wenn der Markt kurz korrigiert oder eben hier, wenn wir dieses Bild nach unten bekommen, das ist für viele halt einfacher, weil es dann eben sauber zu sehen ist. Das, was wir gerade halt uns angeschaut haben, ne? Dass die Aktie wirklich dann super, super schön nach oben läuft und dann nutzt man das halt. Ne? So, hoffe, habe die Frage damit auch für dich beantworten können. So, dann kommen wir noch zu zwei Aktien vielleicht, LRCX. Auch immer sehr beliebt. Auch bei uns. Warum? Weil die Aktie eigentlich grundsätzlich immer stark ist. Was wir jetzt allerdings gesehen haben, hier seit dem Hoch am 20. Januar, die Aktie hat einfach zu weit korrigiert. Man sieht hier schon, also blinder im Prinzip, dass hier eben, also immer wenn ihr schwarze Kerzen seht, heißt das, der Schlusskurs ist niedriger als der Eröffnungskurs. Und das haben wir hier in der gesamten Abwärtsbewegung vom 20. bis zum 29. bis auf einen einzigen Tag, wo so ein Doji da war, ging es halt die ganze Zeit tatsächlich ja nur bergab und immer Eröffnungskurs einigermaßen und dann ging es halt bergab. Das sind keine Aktien, die ich jetzt gerade im Moment dann wirklich handeln möchte. Wir hatten die Aktie, wie gesagt, lange auch bei uns immer auf dem Plan gehabt, aber das ist jetzt einfach eine Korrektur, die ist mir jetzt auch zu weit. Wobei der Aufwärtstrend hier noch in Ordnung ist. Das heißt also, wenn man es rein nach dem Trend sich anschaut, und das ist immer so dieser Zwiespalt, vor dem wir bei uns im Handelsbüro auch immer sind. Wir machen ja montags auch immer im Team die Besprechung, welche Aktien möchten wir haben und welche nicht. Wenn ich sie habe auf meiner Watchlist, dann schmeiße ich sie hier an der Stelle meistens auch nicht runter. Wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, will ich die Aktie jetzt wirklich kaufen? Und das ist hier der zweite Punkt. Also ihr habt erstmal die Watchliste und dann im nächsten Schritt kommt dann der Punkt, wo man dann eben sagt, ja,
Von hier aus möchte ich dann gerne dann auch den Trade machen. Wenn ich dann sehe, ich habe die hier drinne und jetzt kommt das hier, dann ist alles noch easy. Jetzt geht es immer weiter runter, der Trend ist in Ordnung, aber wenn ich eine Aktie finde, die besser aussieht, dann nehme ich halt die. So, das heißt, ich würde jetzt eher Aktien finden, die stärker aussehen als diese Aktie. Und deswegen würde ich hier halt dann sagen, nee, will ich dann lieber doch nicht. Dann komme ich noch zu einer Frage, weil wir über etwas sprechen, was wir jetzt hier noch nicht aufgegriffen haben. Das würde ich zum Schluss gerne noch aufgreifen, weil die Frage immer kommt und das auch total sinnig ist. Wie sieht es mit Gold aus? Auch hier vielleicht noch die Frage, hast du eine Meinung zu Gold? Ich sehe hier eine starke Unterstützung bei 1700 und ja, wir haben hier natürlich bei den Tiefs eine Unterstützung. Die Frage ist ja, wie geht man an Gold ran? Will man Gold traden? Nutzt man Gold saisonal oder ist Gold eine Absicherungsstrategie, die man nutzen kann? So. Und das muss man einfach, deswegen sind auch diese Fragen immer, wenn man fragt, ja, welche Aktie, muss ich, stochere ich natürlich auch immer so ein bisschen im Dunkeln bei euch. Wollt ihr die Aktie halten? Habt ihr die schon? Habt ihr die nicht? Also wenn ich jetzt Gold als Trader kaufen wollte, würde ich sagen, nee, würde ich nicht. So, weil die ist mir einfach, ist mir im Moment nicht stark genug, ist im Moment im Korrekturmodus und, und. Wenn ich die Aktie aber als Investor mir anschaue oder die Gold mir als Investor anschaue, dann möchte ich Gold natürlich haben. Und ich habe auch Gold im Depot. Wir haben auch einen relativ hohen Anteil von Gold und der wird auch sicherlich in den nächsten Monaten eher mehr werden, wenn der Kurs niedriger ist. Das heißt, ich würde normalerweise nicht in so einem Markt wie jetzt in der aktuellen Situation Gold kaufen als Trader, sondern wirklich nur als Investor. In so einer Phase möchte ich Gold als Trader haben. In solch einer Phase, wie wir jetzt hier haben, eben nur über die Investmentschiene, egal wie groß da euer Anlagehorizont in der Zeit dann tatsächlich ist. Also das ist so der grobe Unterschied, dass am Ende des Tages noch zu Gold, zu Krypto, um da nur ein Wort zu sagen, Kryptos kann ich nicht viel zu sagen, weil ich tatsächlich der Einzige, und nee, wir sind nicht, ich bin nicht der Einzige bei uns im Büro. Wir haben auch Mitarbeiter, die Kryptos handeln. Ich selber bin da außen vor, aus unterschiedlichsten Gründen. Deswegen kann ich dazu auch nicht viel sagen. Wenn ihr mehr zum Thema Trading und Investment erfahren möchtet, wie gesagt, lade ich euch gerne ein zu Rendite an Limit am Wochenende. Und dann war es das auch schon wieder von meiner Seite. Fürs erste Mal in diesem Jahr der große Marktausblick. Der nächste Ausblick erfolgt dann am kommenden Montag, dann wieder für unsere Newsletter-Abonnenten und ab Dienstag dann wieder auf YouTube. Und dann gebe ich zurück zu Nelson. Super, vielen, vielen Dank, Mario. Die Stunde ging wieder schnell vorbei. Und natürlich Dankeschön an alle Teilnehmer auch für das aktive Mitmachen hier im Chat. Wünsche noch eine erfolgreiche Woche jetzt, beziehungsweise Restwoche morgen noch. Auch in der Zeit bleiben Sie alle gesund. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind, hier mit Mario zusammen. Das müsste der 6. Mai sein. Also bis dahin, alles Gute. Danke nochmal, Mario, und schönen Abend. Tschüss zusammen. Sehr gerne. Ciao, ciao.